Ein ganz herzliches Willkommen zur DUB Finance Week. Heute sprechen wir über das sehr aktuelle Thema Riester-Rente. Wir haben das mal überschrieben mit Geld und Prämien. Quo vadis, Riester und Co. Ich freue mich sehr auf unsere heutigen Gäste. Das ist zum einen Herr Dr. Schwag. Er ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft, kurz GDV. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schwag. Ja, sehr gerne. Und zum anderen haben wir dabei Sebastian Mente, er ist Leiter private Vorsorge und Vermögensaufbau bei der DWS. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Danke, schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank. Ja, starten wir direkt rein in dieses spannende Thema. Die DWS hat vor gar nicht allzu langer Zeit auch verkündet, sich aus dem Neugeschäft mit der Riester-Rente zurückzuziehen. Damit sind Sie, glaube ich, der zweite, zumindest große Anbieter, der diesen Schritt angekündigt hat. Vielleicht können Sie uns noch mal ganz kurz die Gründe für diesen Schritt erklären, Herr Mente. Sehr gerne. Ja, die Gründe, die sind nicht ganz neu. Es liegt einzig und allein mit dem anhaltenden Niedrigzinsumfeld zusammen und mit der Tatsache, dass sich die Politik entschieden hat, eine Riester-Reform nicht mehr in dieser Legislaturperiode durchzuführen, so wie sie eigentlich angekündigt war, zu Beginn der Legislatur. Und für uns war jetzt einfach die Zeit gekommen, nicht nur zu schimpfen und Mängel anzubringen, sondern tatsächlich auch die Konsequenzen aus der unterlassenen Reform dann zu ziehen. Und entsprechend haben wir auch zukünftige Generationen von Kundinnen und Kunden vor einer schlechten Kapitalanlage bewahren wollen. Und deshalb haben wir entschieden, das Neugeschäft zum 1. Juli dieses Jahres für sämtliche Riester-Produkte der DWS einzustellen. Sie halten also Riester-Produkte, wenn ich Sie richtig verstehe, für eine schlechte Kapitalanlage momentan. Können Sie das ein bisschen erläutern? Aktuell ist es so, aufgrund der verpflichtenden Bruttobeitragsgarantie, so wie sie auch im Gesetz verankert ist, sind sämtlichen Anbietergruppen die Hände ziemlich weit gebunden. Man muss natürlich unterscheiden, jede Anbietergruppe stellt die Garantie dann auch anders dar. Aber ich denke, da sind wir uns einig, es ist nicht mehr zeitgemäß heutzutage in dem bestehenden Zinsumfeld und Kapitalmarktumfeld eine 100-prozentige Garantiepflicht den Anbietern aufzuerlegen. Abgesehen davon wäre diese 100-prozentige Garantiepflicht auch gar nicht vonnöten, wenn man sich den Bedarf der Kundinnen und Kunden ansieht. Viele unserer Kunden kommen auf uns zu, hätten gerne höhere Aktienfondsquoten in ihren Verträgen und wir können diesem Wunsch einfach nicht gerecht werden, weil wir die Bruttobeitragsgarantie als oberstes Ziel verfolgen müssen in unseren Kapitalanlageentscheidungen. Herr Dr. Schwag, vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen genauer erklären, auch für die Laien sozusagen. Wo ist da der Zusammenhang? Warum ist diese Beitragsgarantie momentan so schwer darstellbar bei den Kapitalanlagen? Ja, es ist einfach evident, dass eine 100% Bruttobeitragsgarantie nicht zu einem Negativzinsumfeld passt. Die Bundesanleihe ist im Prinzip die höchste Währung für Sicherheit und sie garantiert nicht mehr 100%, sondern sie garantiert, dass man weniger als 100% wiederbekommt, wenn man in Bundesanleihen investiert. Und im gleichen Atemzug werden von privaten Anbietern diese Garantien aber verlangt. Und natürlich schränkt das die Möglichkeiten für eine chancenorientierte Kapitalanlage maßgeblich ein. Und dann kommt für Versicherungsprodukte, wir haben vielleicht noch ein bisschen größere Möglichkeiten bei der Kapitalanlage wegen inhärenter Risikopuffer. Aber bei uns kommt gleichzeitig dazu, dass der Bundesfinanzminister angekündigt hat, zum 01.01.2022 den sogenannten Höchstrechnungszins abzusenken. Der wird oft auch als Garantiezins bezeichnet. Das ist der Zins, mit dem Versicherer höchstens kalkulieren dürfen. Und der wird abgesenkt auf 0,25%. Und natürlich haben ja, Altersvorsorgeprodukte auch Kosten. 0,25%, das ist im Prinzip ETF-Niveau. Das ist unrealistisch bei einem Produkt, das beraten werden muss, das auch mit so einer komplexen Förderung ausgestaltet ist. Und von daher rechnen wir damit, dass die Riester-Produkte von weiteren Anbietern auch zum Jahreswechsel vom Markt genommen werden. Und wir empfinden das als sehr bedauerlich, weil hier die Riester-Förderung doch auch eine Marktnische deckt, gerade bei Familien und Geringverdienern, die mit einer besonderen Unterstützung des Staates hier rechnen können und trotzdem eigenständige Altersvorsorge machen können. Und gerade diese werden getroffen, wenn es ein entsprechendes aktives, proaktives Marktangebot im nächsten Jahr kaum noch gibt. Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema für ein 100-Tage-Programm der neuen Regierung, dass man hier das wieder revitalisiert durch eine durchgreifende Reform, die insbesondere mit einem abgesenkten Garantieniveau begleitet wird.
Auf die Reformen und die Reformwünsche kommen wir vielleicht später noch zu sprechen. Herr Dr. Schwag, Sie sagten, es werden sich mehr Anbieter zurückziehen. Haben Sie da eine Prognose, wie viele das sein werden, ob noch welche übrig bleiben? Oder meinen Sie, das wird eine komplette, ich sag mal, Marktbereinigung geben und es wird im kommenden Jahr dann gar keine neuen Riester-Produkte mehr geben? Ja, tue ich mich jetzt schwer mit definitiven Aussagen, auch als Verband, aber aus dem, was ich aus Gesprächen weiß, es werden sich eine Reihe von Unternehmen zurückziehen, die werden ihre Produktangebote auf Eis legen. Es wird sicherlich noch den einen oder anderen geben, der das Angebot weiter im Sinne eines Vollsortiments in seinem Produktportfolio haben wird. Aber inwieweit das dann aktiv auch angeboten werden wird, inwieweit überhaupt dann auch Vergütungen für Vermittler gezahlt werden können aus diesen Produkten, die ja die Beratung machen müssen, das werden wir sehen. Das muss man hier abwarten. In jedem Fall ist es definitiv so, dass die Rahmenbedingungen sich jetzt zum Jahreswechsel nochmal deutlich verschlechtern. Nachdem sie in den letzten Jahren sich schon deutlich verschlechtert haben durch die ausbleibende Reform. Letztendlich muss man sagen, 8 Jahre warten wir schon hier auf Veränderungen. Und dass das in dieser Legislatur nicht passiert ist, ist wirklich eine große Enttäuschung. Was meinen Sie, woran das lag, Herr Dr. Schwag? Gibt es dafür Gründe? Sind da einzelne Parteien dran schuld, die sich da in die eine oder andere Richtung positioniert haben? Ich glaube, wir haben ein Grundproblem in der Rentenpolitik, dass es nicht mehr dieses Gefühl, diesen Versuch gibt, auch zu einem vernünftigen Konsens zu kommen und dann auch Entscheidungen zu treffen über die Wahlperiode hinaus. Wir haben das gesehen bei den Koalitionsverhandlungen in dieser Legislatur, dass man sich in den Koalitionsverträgen rentenpolitisch nicht verständigen konnte, dass man über eine Rentenkommission 2 Jahre Zeit gewonnen hat. Und diese 2 Jahre haben wir natürlich umgekehrt als Zeit verloren für eine Reformpolitik. Und das hat sich nicht aufgelöst. Also die beiden Koalitionspartner sind hier nicht wirklich zusammengekommen. Und das ist extrem misslich auch für die Bevölkerung in Deutschland, auch für die Frage der Verlässlichkeit im Hinblick auf langfristige Rahmenbedingungen. Ich glaube, Herr Mettel wird mir zustimmen. Irgendwo ist Riester schon auch eine Form von Public-Private-Partnership gewesen. Also der Staat hat die Rahmenbedingungen formuliert. Und wir verlassen uns schon darauf, auch im Hinblick auf unsere Investitionen, dass offensichtlicher Reformbedarf dann auch gelöst wird und dass es Reformbedarf von der Zinsfront her gibt, im Hinblick auf die Garantien. Das ist fachlich wirklich unstrittig. Das wird breitest geteilt. Ja, Herr Mente, da haben Sie schon das Stichwort bekommen, Zuverlässigkeit. Wie haben denn Ihre Kunden auf Ihre Ankündigung reagiert, das Riester neue Geschäft einzustellen? Gab es da Rückmeldungen oder andere Reaktionen von Kunden? Ja, wir haben versucht, möglichst viele Reaktionen auch vorwegzunehmen und haben FAQ-Dokumente erstellt, da sehr ausführliche Kommunikationsmaterialien vorbereitet. Denn uns war klar, dass die Entscheidung, wenn die DWS aus dem Neugeschäft austritt, gewisse Wellen schlagen wird. Und so war es dann auch. Durch die vorbereitete Kommunikation war es uns allerdings möglich, den bestehenden Kundinnen und Kunden mitzuteilen, dass sich an den abgeschlossenen Verträgen nichts ändern wird. Die werden bis auf Weiteres in gewohnter Qualität auch fortgeführt und die Entscheidung betrifft einzig und allein letztendlich das Neugeschäft. Nichtsdestotrotz, wir haben ja viele Vermittlerinnen und Vermittler und Vertriebspartner, die die DWS Riester-Produkte in der Vergangenheit vertrieben haben und da herrscht natürlich schon eine gewisse Verunsicherung und man stellt sich auch die Frage, inwiefern dann die Bestände in gewohnter Qualität weiter betreut werden, wenn man dann keine Aktien mehr drin hat und das Neugeschäft so nicht mehr vorantreibt. Und von daher war da sehr viel Aufklärungsarbeit dann zu leisten. Und Sie können ja glauben, die Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen, aber sie ist einfach nötig geworden und entsprechend auch gefällt worden. Was raten Sie denn Ihren Bestandskunden momentan? Sollen Sie die Verträge wie gewohnt weiter besparen? Sollen Sie die Beiträge reduzieren oder gar ganz pausieren? Was wäre so Ihre Vorgabe oder Ihr Tipp? Das ist eine gute Frage, die unfassbar schwer zu beantworten ist, denn es gibt nicht den einen Bestandskunden. Wir haben knapp 700.000 Kunden in unserem eigenen DWS-Riester-Bestand und die individuelle Situation ist wirklich auch dafür relevant, welche Empfehlung ausgesprochen werden sollte. Deswegen verweisen wir tatsächlich auch die Kunden an der Stelle an den jeweiligen Berater oder Finanzdienstleister, damit die individuelle Situation betrachtet werden kann. Vielleicht lassen Sie mich noch mal ein bisschen ausholen und so ein paar generelle Aussagen dazu treffen. Es gibt sicherlich einige Kundengruppen, für die Riester nicht sonderlich attraktiv ist, weiter bespart zu werden. Dazu gehören diejenigen, die zum Beispiel ungeförderte Beiträge leisten, also die über den
gesetzlich bestimmten Förderhöchstrahmen weitere Einzahlungen tätigen. Auf diese Einzahlungen gibt es keine Zulagen mehr, es gibt keine Steuerrückerstattungen mehr. Also dieses ungeförderte Riester-Sparen würden wir nicht weiter empfehlen. Und es gibt ebenfalls viele Kundinnen und Kunden, die aufgrund von entweder einem geringen Einkommen oder aufgrund von vieler Kinder eine wahnsinnig hohe Förderung erhalten durch eben die Zulagen. Und solch einem Kunden könnte man nie guten Gewissens abraten, so ein Produkt weiter zu besparen. Denn letztendlich kommt die gesamte Rendite bei diesen Verträgen aus der Zulage. Und die Kapitalanlage, auch wenn sie nicht mehr so optimal ist, ist tatsächlich zweitrangig. Und es kommt ja noch hinzu, dass die Riester-Zulagen in keinen anderen Vehikeln aufgefangen werden können. Also gibt es durchaus auch entsprechende Kundengruppen, die an ihren Riester-Verträgen festhalten sollten. Mhm. Herr Dr. Schwag, wie sehen Sie das bei Versicherungsprodukten? Ist da die Maßgabe ähnlich? Auf jeden Fall. Altersversorgung ist immer etwas sehr Langfristiges. Es geht über 30, 40, 50 Jahre. Und Versicherungsprodukte, Rentenprodukte werden über solche Laufzeiten abgeschlossen. Und es ist immer vernünftig, solche einmal getroffenen Entscheidungen auch durchzuhalten. Und das ist von der Förderung her so sinnvoll. Das ist von der Kosten- und Renditestruktur der Verträge so sinnvoll. Also ich würde grundsätzlich keinem Kunden jetzt hier empfehlen, seinen Vertrag zu stornieren. Aber ich stimme Herrn Mentel sicherlich an dem Punkt zu. Ungefördert im Sinne von über das vom Gesetzgeber vorgesehene Höchstmaß hinaus das zu besparen, das ist dann die Frage, ob das so sinnvoll ist. Aber in der Regel werden ja Versicherungsprodukte auf bestimmte Beträge abgeschlossen, die dann sich auch innerhalb der üblichen Förderung auch bewegen. Mhm. Jetzt hat sich ja im Zuge auch der Garantiezinssenkung nochmal vermehrt Kritik breit gemacht an den Riester-Produkten. Unter Umständen auch ziemlich pauschal, die sagen, es ist so ein Dreiklang sozusagen aus Kritikpunkten, zum einen zu teuer, zu renditeschwach und zu ineffizient. Herr Dr. Schwag, was entgegnen Sie den Kritikern? Ich weiß nicht, ob das überhaupt drei Argumente sind oder ob das im Kern ein Argument ist. Über das Thema Garantien und chancenorientierte Anlage haben wir ja gerade schon gesprochen. Da gibt es Verbesserungspotenzial. Wir müssen mit den Garantien runter, damit wir die chancenorientierte Kapitalanlage erhöhen können. Und wir müssen auch natürlich insofern mit den Kosten runter, dass nicht mehr so viel Kosten auch verbrannt werden dürfen im Klein-Klein zwischen den Anbietern, dem Kunden und der Zulagenstelle. Wir wissen, dass im letzten Jahr 1 Million Mal Zulagen zurückgebucht worden sind. Das sind Vorgänge, die sind im Kern überflüssig. Die sind händisch zu bearbeiten. Es ist häufig so, dass Riester das verwaltungsaufwendigste Produkt im Portfolio eines Altersvorsorgeanbieters ist. Einfach, weil wir jährliche Prozesse haben, weil wir Fehlprozesse haben durch Zulagenrückbuchung. Und das lässt sich lösen mit den Vorschlägen, die die Anbieter hier gemeinsam gemacht haben. Also insofern, das Thema Kosten ist an der Stelle schon richtig adressiert. Dass die Kosten generell zu hoch sind, das würde ich bestreiten. Viele Anbieter wälzen diese unnötigen erhöhten Kosten gar nicht um, sondern sie nehmen die gleichen Kosten für geförderte und ungeförderte Verträge. Und die Frage ist, was ist eigentlich ein fairer Kostenvergleich? Der Gesetzgeber hat vorgesehen, dass Riester ein freiwilliges Produkt ist. Er erwartet auch von den Anbietern und von den Vertrieben, dass man das aktiv auch an die Kunden ranbringt. Entsprechend müssen wir natürlich auch Beratungsaufgaben, die der Vermittler hier übernimmt, mit vergüten. Also Kostensätze, die jetzt zum Teil ins Feld geführt werden, aus obligatorischen Systemen der gesetzlichen Säule, meinetwegen in Schweden, die sind einfach unrealistisch für ein individuelles, freiwilliges und mit einem relativ komplexen Förderung versehenes Produkt. Also ich glaube, wir müssen insgesamt gemeinsam analysieren, wo sind die Probleme und wo sind die Verbesserungsmöglichkeiten und eine durchgreifende Reform machen. Und dann werden auch die Ziele erreicht, die man erreichen möchte, kostengünstigere Produkte und ein Wiedereinsetzen einer größeren Verbreitung. Ja, ja. Nun ist es, glaube ich, so, dass bei den 16,4 Millionen Riester-Verträgen, die es, glaube ich, insgesamt gibt, sehr viele von denen stillgelegt sind oder dass die Sparerinnen und Sparer so wenig einzahlen, dass sie nicht die vollen Zulagen bekommen. Herr Mentel, meinen Sie, da hat es auch Beratungsfehler in der Vergangenheit gegeben, dass die Leute einfach nicht die richtige Höhe einzahlen? Also ich war nicht bei allen Beratungsgesprächen dabei. Ansonsten wäre ich etwas grauer jetzt tatsächlich. Von daher, ich kann die Frage an der Stelle nicht seriös beantworten. Meines Erachtens ist es letztendlich so,
dass die Beratung in erster Linie von Leuten durchgeführt wurde, die darauf spezialisiert sind, die das beruflich machen, die letztendlich auch die Hintergründe der Kunden sich genau ansehen, bevor dann eine Produktempfehlung ausgesprochen wird oder es auch zu einem Produktabschluss dann kommt. Und an der Stelle würde ich tatsächlich auch den Beratern Vertrauen schenken, dass die Arbeit an der Stelle richtig gemacht wurde. Es ist meines Erachtens vielmehr so, dass sich die Lebensumstände auch mal ändern, dass man möglicherweise ein Produkt abschließt, was dann irgendwann nicht mehr zu den Lebensgewohnheiten passt. Gegebenenfalls wächst man sogar aus dem förderfähigen Kreis heraus und hat initial zwar das Recht, eine Zulage zu beantragen und diese auch gewährt zu bekommen, aber aufgrund von einer Statusänderung ist es eines Tages anders. Dann muss so ein Riester-Vertrag nicht mehr weitergeführt werden. Dann gibt es natürlich auch die Kunden, die nicht nur einen Riester-Vertrag abgeschlossen haben, sondern zwei oder drei und sich dann auch entscheiden, nur einen davon weiter zu besparen. Die anderen beiden werden dann zum Beispiel als nicht aktiv in der Statistik geführt. Aber der Mensch, der dahinter steht, hat Riester grundsätzlich weiterhin als Baustein für seine private Altersvorsorge gewählt und setzt auch darauf. Herr Schwake, Sie hatten ja schon gesagt, es muss einfacher werden, das Riester-Sparen. Jetzt gibt es ja sehr viele Varianten auch der Riester-Rente. Es gibt die Banksparpläne, Fondssparpläne, Versicherungen, den Wohnriester. Hat das alles seine Berechtigung oder müsste da auch etwas verschlankt werden? Ja, darüber kann man sicherlich lange diskutieren. Banksparpläne werden im Prinzip kaum noch angeboten. Es gibt vielleicht noch ein oder zwei Regionalbanken bundesweit, bei denen wirklich nur Kunden aus dem eigenen Einzugsbereich noch einen Riester-Vertrag abschließen können. Im Kern konzentriert sich das Angebot auf Versicherungsprodukte, Fondsprodukte und Bausparprodukte. Und ich glaube, das ist nicht die zentrale Frage. Ich sehe jetzt nicht, dass eine von den Produktgruppen jetzt irgendwo ausgeschlossen werden sollte, sondern wir sollten gucken, wie wir gemeinschaftlich nach vorne kommen. Und wir haben zum Beispiel einen Vorschlag gemacht, dass die Zulagenberechnung für den normalen Kunden sich deutlich vereinfacht. Gegenwärtig ist das so, man muss gucken, was hat man im Vorjahr verdient, davon muss man 4% nehmen, dann muss man den Zulagenanspruch, der abhängig ist von der Kinderzahl, davon wiederum abziehen, dann kommt eine Zahl raus und wenn man die nicht voll erreicht, dann wird die Zulage gekürzt. Also da finden sich ja viele Leute gar nicht zurecht. Und es ist auch das falsche Signal, dass der Gesetzgeber hier gibt, wie wenig muss ich sparen, um die volle Zulage zu kriegen. Das ist ja gar nicht die relevante Frage. Die relevante Frage ist, wie viel muss ich sparen, um meine Versorgungslücke zu schließen. Und der Gesetzgeber sollte einen kontinuierlichen Anreiz bieten, gegebenenfalls auch mehr zu sparen, um die Versorgungslücke zu schließen. Also wir sind der Meinung, man sollte auch eine Form von proportionaler Förderung hier mit einbauen. Auch dass ein Teil des Geldes, was manche Kunden erst im Rahmen der Steuererstattung wiederkriegen, dass man das hier mit einbaut und dass es auf den Vertrag geht. Gegenwärtig ist das so, dass im Mittel auf jeden Euro, der eingezahlt wird, 50 Cent Zulagen oder Steuererstattung entfallen. Unser Vorschlag wäre, diese 50 Cent auch zu garantieren, auch für den extra Euro, der eingezahlt wird. Das angebliche Problem, dass die Menschen nicht die volle Zulage bekommen, das ist meines Erachtens ein Scheinproblem, weil es an der Rentabilität der Verträge überhaupt gar nichts ändert. Spare ich so wenig, dass ich die halbe Zulage kriege, ist es trotzdem proportional der gleiche Anteil an meinen Eigenbeiträgen, als wenn ich die volle Zulage bekäme. Und wie Herr Mentel gerade richtig gesagt hat, manche Leute haben auch zwei Verträge und dotieren die jeweils zur Hälfte. Das ist also in sich da gar nicht so ein großes Problem. Wir brauchen einen Zulagenprozess, der motiviert, mehr zu sparen. Ich glaube, dann gehen Vermittler und Kunden auch Hand in Hand, das tatsächlich auch in die Verträge hineinzugeben, wenn wir die Reform einmal bekommen, was von dem Altersvorsorgebedarf her auch ein Bedarf da ist. Und klar ist, beim aktuell gefallenen Zinsniveau, die Leute müssen tendenziell eher mehr sparen als weniger. Und das muss auch hier begleitet werden. Ich glaube, der Gesetzgeber ist in der Pflicht, einfach die Verhältnisse, die sich in den letzten 10, 15 Jahren verändert haben, auch hier in der Regulierung nachzuholen. Und es gibt kein Erkenntnisproblem, es gibt an der Stelle einzig und allein ein Umsetzungsproblem. Solange die Riester-Reform noch auf sich warten lässt, was empfehlen Sie denn Ihren Kunden sozusagen als Riester-Ersatz? Ja, also verschiedene Möglichkeiten. Auch da ist natürlich die individuelle Situation wieder zu analysieren im Vorfeld. Aus unserem Haus, aus dem Haus eines Asset Managers, bieten wir Alternativen an. Zwei an der Zahl, wenn es sich jetzt um den privaten Vorsorgesparer handelt. Zum einen ungefördertes Fondssparen. Also wir befinden uns dann in der dritten Schicht. Es gibt keinerlei Zulagen, keinerlei steuerliche Attraktivität in der Anspar- oder Auszahlungsphase. Aber der Kunde wählt eben die Fonds, ETFs, Aktien aus, die er gerne besparen möchte und legt so
entsprechend für das Alter etwas zur Seite. Das zweite Produkt, dann tatsächlich wieder private Altersvorsorge, ist Rürup. Unseres Erachtens wirklich der Einäugige unter den Blinden. Das Produkt war jahrelang nicht so sonderlich attraktiv aufgrund der steuerlichen Handhabung, aber das hat sich jetzt sukzessive geändert über die letzten Jahre. Und gerade in Verbindung mit dem, was wir zuvor besprochen hatten, also die verschleppte Riester-Reform, wird Rürup meines Erachtens an Stellenwert gewinnen. Und die Zielgruppen für so einen Basisrentenvertrag, die sind auch deutlich breiter gefächert, als man allgemeinhin annimmt. Also es ist nicht nur der Selbstständige oder der Unternehmer, für den solch ein Produkt von Interesse sein kann, sondern eben auch ein Angestellter, gemeinsam Veranlagte, der weniger verdienende Ehepartner, der zu Hause ist, Beamte. Und das ist meines Erachtens tatsächlich ein Trugschluss, denn Rürup wird oft eher bei den Besserverdienenden verortet. Und in der Tat ist es so, dass wir sehr vielschichtige Zielgruppen haben und man wirklich auch die Frage zurechtstellen darf, ob nicht Rürup tatsächlich zum besseren Riester geworden ist. Herr Dr. Schwag, wie sehen Sie das? Können Sie dem zustimmen? Ja, es gibt ein breites Feld an Vorsorgeprodukten. Ich habe schon über die besondere Rolle von Riester bei geringverdienenden Familien gesprochen. Aber daneben gibt es in der Tat die sogenannte Basis- oder Rürup-Police mit der Möglichkeit, einen ganz erheblichen Teil auch steuerlich geltend zu machen. Es gibt betriebliche Altersversorgung, zum Beispiel die Direktversicherung, die gerade bei kleinen Unternehmen, mittleren Unternehmen sehr gefragt ist. Und es gibt jetzt auch das erste Sozialpartnermodell zum Beispiel. Da hoffen wir natürlich, dass sich mehr Branchen entscheiden, ein Sozialpartnermodell einzurichten, das über Verträge, die zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden verhandelt werden, sich einen Rahmen hier ergibt, über den dann die Beschäftigten auch fürs Alter vorsorgen können. Und daneben gibt es natürlich auch weiterhin klassische Rentenverträge, fondsgebundene Rentenverträge auch. Wir sprechen von hybriden Verträgen, wo ein bestimmtes Maß an Garantien mitgegeben wird. Sicherlich nicht mehr 100%, sondern ein Maß, das ein vernünftiges Verhältnis zwischen Sicherheit und Renditechancen eröffnet. Es gibt ja Analysen auch vom Institut für Aktuariatswissenschaften in Ulm, das IFA, das sagt, eine Garantie von 70-80% hat eine höhere Rendite und Leistungserwartung als 100%, wenn die Rendite oder wenn die Garantie noch stärker abgesenkt wird, dann erhöht sich jetzt das Leistungsspektrum nicht in dem Maße, wie die Sicherheit zurückgeht. Also da gibt es Dinge, die man austarieren kann, hängt natürlich sehr stark auch vom Sicherheitsempfinden des Kunden ab. Da sind ja nicht alle gleich. Und es gibt ein breites Spektrum, glaube ich, um passgenaue, bedürfnisgenaue auch und bedarfsgerechte Produkte den Kunden anzubieten weiterhin. Mhm. Herr Mentel, dieser Zusammenhang zwischen der Garantiehöhe auf der einen Seite und den Renditechancen auf der anderen Seite, können Sie das Ihren Kunden immer so einleuchtend erklären? Oder braucht es da mehr Beratungsbedarf, um das klarzumachen? Wir bedienen uns da immer ganz gerne einem Beispiel und wenn man sich jetzt mal die Zinsen ansieht im sehr langfristigen Bereich, eine 30-jährige deutsche Staatsanleihe rentiert irgendwo bei ca. 0,3%. Jetzt ist es ja so, bei Riester gibt es Bruttobeitragsgarantien und das Brutto bedeutet eben, dass auch sämtliche Kosten, die in dem Produkt anfallen, mitgarantiert werden müssen. Wenn wir uns jetzt nur mal die Fondskosten ansehen für die Rentenfonds, also für diese Fonds, die wir als Asset Manager nutzen, um die Garantie zu stellen, dann haben wir hier ca. 0,5%. Jetzt ist es eine einfache Rechnung. 0,3% ist der Zins, den wir am Markt erwirtschaften können. Abzüglich 0,5% die Rentenfondskosten, wohlgemerkt bereits abgesenkte Kosten. Wir sind da vor einigen Jahren den Kunden schon mal entgegengekommen. Dann sind wir bereits negativ. Und mit einem negativen Zins abzudiskontieren kann man machen. Aber man kommt damit im wahrsten Sinne des Wortes nicht auf einen grünen Zweig. Und natürlich gibt es auch noch weitere Kosten in dem Produkt, die dann anfallen. Der Vertrieb möchte vergütet werden und so weiter und so fort. Also wir bemühen dann tatsächlich einfache Beispiele, um den Kunden die schlichte Unmöglichkeit vor Augen zu führen, welche die Kapitalmarktsituation aktuell mit sich bringt in Verbindung mit Garantiezwang. Mhm. Und trotzdem dürfte ja Sicherheit bei vielen Menschen, wenn es um die Altersvorsorge geht, ja sehr wichtig sein. Was können Sie denen entgegnen, wenn Sie sagen, man muss jetzt risikoreicher anlegen, um am Ende seine Ziele zu erreichen? Ja, ich bin am Überlegen, ob ich Ihnen hier zustimmen soll oder nicht. Also Sicherheit ist wichtig, aber die Frage ist, eine nominale Kapitalgarantie, also feste Euro zugesagt für sehr lange Zeiträume, in 30 oder 40 Jahren,
was bringt das dem Kunden? Es gibt eine Inflation, entsprechend weniger wert ist die Kaufkraft dann des garantierten Betrages. Und von daher sind auch meines Erachtens sicherheitsorientierte Anleger gut beraten, über flexiblere Garantielösungen nachzudenken oder vielleicht sogar, wenn sie sehr sportlich investieren wollen, auf eine Garantie eben ganz zu verzichten. Aber dieses Dogma der 100%-Garantie für den sicherheitsorientierten Anleger, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und auch nicht mehr sinnvoll, wenn man sich die Resultate am Kapitalmarkt eben ansieht, die dadurch produziert werden. Herr Dr. Schwarz, Sie sagten ja auch schon mehrfach, dass sozusagen an diesen Garantien gearbeitet werden muss bei einer Riester-Reform. Wenn Sie sich jetzt so die Wahlprogramme der Parteien anschauen, ist das realistisch sozusagen für die nächste Legislaturperiode, dass da wirklich etwas passiert? Und in welche Richtung könnte da die Reise gehen? Also erstmal kann man sagen, in allen Wahlprogrammen ist das Thema Altersvorsorge drin. Das heißt, es ist anerkannt, das Thema ist wichtig. Es gibt natürlich unterschiedliche Richtungen. Das geht von einer Reform im System bis hin dazu, eine Komplettreform des Systems zu machen. Es gibt Parteien, die sehen den Staat als Anbieter. Da kann ich aber nicht erkennen, was das für ein Lösungsbeitrag sein soll. Der Staat hat als Kapitalanlager hier gar keine Erfahrung. Die gesetzliche Rentenversicherung macht im Wesentlichen Umlage. Das heißt, das Geld, was reinkommt, das wird verteilt wieder ausgezahlt. Und dafür werden dann Anspruchsscheine ausgestellt. Das ist aber keine Kapitalanlage. Es gibt unterschiedliche Konzepte auch, was die Verbreitungsmöglichkeiten anbetrifft. Es gibt die Idee, mit Opt-out-Systemen zu arbeiten, also dass jeder automatisch in ein Standardprodukt aufgenommen wird und dann entscheiden kann, aktiv herauszugehen und was anderes zu machen oder gar nichts zu machen. Und es gibt die Möglichkeit, das System einfach flexibler zu machen, flotter zu machen und bei der Freiwilligkeit zu bleiben. Letztendlich hängt das ein Stück weit davon ab, auch wer mit wem jetzt koalieren wird, wie wichtig der einzelnen Partei auch hier das eine oder andere Thema ist, in welche Richtung es gehen wird. Ich glaube, was wir auf jeden Fall brauchen, sind Realitätschecks. Also alle Programme müssen natürlich vor der Umsetzung daraufhin überprüft werden, ist es eigentlich möglich, das umzusetzen? Ist es auch in der zeitlichen Vorstellung möglich? Zwei Beispiele. Das schwedische Beispiel wird häufig zitiert, wobei auch übersehen wird, dass dort der Beitrag zur gesetzlichen Rente, anders als in Deutschland, gedeckelt ist. Das heißt, das Rentenniveau ergibt sich aus dem heraus, was künftige Generationen mit diesem Beitrag an Kapital oder an Volumen zur Verfügung stellen. In Schweden hat man 10-12 Jahre auch gebraucht, um diese Reform zu machen. Und das war eine Gesellschaft, die stark auch konsensorientiert ist. In Deutschland haben wir das schon einige Jahrzehnte nicht mehr. Und wir haben eine komplexe Situation zwischen Bund und Ländern, die natürlich immer eine Mitsprache haben, wenn es um steuerliche Themen geht. Zweites Beispiel Großbritannien. Dort gibt es privatwirtschaftliche Standardprodukte, die Arbeitgeber auch über ein Opt-out-System in die Belegschaft hineinbringen. Auch das hat 10-12 Jahre gedauert, bis man das über die verschiedenen Betriebsgrößenklassen tatsächlich dann an jeden Arbeitnehmer herangebracht hat. Man hat angefangen mit den Unternehmen über 5.000 Arbeitnehmern, dann über 500, über 50. Es gibt Arbeitgeberbeiträge. Und das sind einfach zeitliche Prozesse, wo sich die Frage stellt, können wir uns das überhaupt leisten? Also ab 2025 gehen die Babyboomer in Rente, oder ist es nicht sinnvoller, auf dem Bestehenden anzusetzen und das, was gut funktioniert, zu behalten und wo die Dinge nicht gut funktionieren, sie gezielt zu reformieren? Und das wäre unser Vorschlag. Und da sehe ich durchaus auch Unterstützung im politischen Umfeld. Sozusagen eine Reform im System und nicht eine Reform des ganzen Systems. Aber durchgreifend. Mhm. Vorschläge, die wir gemacht haben mit dem BVI zusammen, mit den Bausparkassen, das sind wirklich durchgreifende Vorschläge, die zu einer fundamentalen Reform auch der privaten Altersversorgung mit Zulagen führen würden. Aber sie sind in relativ kurzer Zeit auch umsetzbar. Auch mit der Zulagenstelle ist schon mal gesprochen worden. Die hat ähnliche Vorstellungen. Mhm. Können Sie das vielleicht noch mal ganz kurz in Grundzügen sozusagen erläutern, worin Ihr Reformkonzept besteht? Also zum einen wollen wir den förderberechtigten Personenkreis fundamental vereinfachen. Es darf nicht sein, was Herr Mentel vorhin schon erwähnt hat, dass einer seinen Förderstatus verliert, etwa indem er sich selbstständig macht. Dann haben wir auch die Zulagenrückbuchung nicht mehr 30-40%, die durch den Verlust des Förderstatus sich hier ereignen. Wir wollen, dass das Prüfverfahren umgestellt wird. Heute ist das so,
dass auf Zuruf, auf Antrag einfach ausgezahlt wird und danach wird geprüft. Und dann stellt man fest, ah, jeder zehnte Fall, da ist ein Fehler, dann wird das wieder angefasst, es wird zurückgebucht. Es mag am Anfang dieses Zulagenverfahrens, als man sehr lange brauchte für die Prüfung, seine Berechtigung gehabt haben, hat es heute nicht mehr. Und dann wird man die Zulagenrückbuchung insgesamt beseitigen können. Wir müssen auch an die Höhe der Förderung rangehen. 2.100 Euro ist der Höchstbetrag, der 2001 festgelegt worden ist, für die Experten unter den Zuschauern, das entsprach damals 4% der Beitragsbemessungsgrenze. Die liegt heute bei 3.400 Euro. Also wir haben ein Anpassungsdefizit von rund 40%, dass dieses Volumen auch erhöht werden müsste. Und was ich vorhin schon mal sagte, wir haben in Deutschland, glaube ich, gute Erfahrungen gemacht mit den vermögenswirksamen Leistungen. Es gab eine Sparprämie von 10-20%, das hat jeder verstanden, fand jeder attraktiv. Das sollte eine Grundkomponente im neuen Zulagenverfahren sein. Da könnte auch ein Teil dessen, was im Rahmen einer Steuererklärung hinterher ausgezahlt wird, mit verrechnet werden. 50 Cent auf jeden Euro versteht jeder, findet jeder sofort attraktiv. Auch attraktiver als das heutige System, obwohl dort die Förderintensität im Durchschnitt genau gleich hoch ist. Aber es versteht halt keiner, ne? Also es gibt viele Möglichkeiten hier. Und das Letzte ist, auch mit Standardprodukten zu operieren, die einfacher sind, die sich auf Wesentliche konzentrieren, die einfacher zu beraten sind. Auch da sind wir natürlich gesprächsbereit. Herr Mentel, wenn Sie sich etwas von der neuen Bundesregierung wünschen dürften, was wäre das in Bezug auf Riester? Es wäre nach wie vor eine grundlegende Reform. Also wir würden gerne unsere Entscheidung, die jüngst getroffen wurde, mit Blick auf das Neugeschäft wieder umkehren und in den Markt wieder eintreten, keine Frage. Also von daher wäre es wünschenswert, auch im Hinblick auf die 16 Millionen Riester-Kunden hierzulande, und vor allem auch mit Blick auf die Notwendigkeit, in Zukunft Altersvorsorge zu betreiben. Stellen Sie sich vor, die Politik stellt sich hin und gesteht sich ein, dass 20 Jahre lang mit der Riester-Rente das Falsche gemacht und gefördert wurde. Das hat natürlich auch einen möglichen Kollateralschaden zur Folge im Hinblick auf eine Altersvorsorgeverdrossenheit hierzulande. Und genau das Gegenteil bräuchten wir aber. Die Leute müssen aufgeklärt werden über die mögliche Lücke in der Rente, sie müssen geeignete Produkte vorgestellt bekommen und sie müssen in der Lage sein, eine Rentenlücke dann entsprechend auch zu schließen. Und deswegen geht mir die Diskussion teilweise leider so ein bisschen in die falsche Richtung. Ich kann dem aber auch was Positives abgewinnen. Und zwar ist es ja schön zu sehen, dass das Thema Altersvorsorge und Rente durchaus im Fokus ist. Eines ist, welches diskutiert wird. Alle Parteien haben sich im Wahlprogramm dazu geäußert. Auch die Verbraucherschützer, Medienvertreter haben sich dazu geäußert. Also von daher lässt mich das schon hoffen, dass man sich sehr intensiv damit befassen wird. Und mein Appell wäre tatsächlich, dass man die bestehenden und auch etablierten Modelle für die Zukunft wieder flott macht. Und wir haben jetzt ganz viel gesagt, auch im Rahmen von dieser Veranstaltung. Und all das muss man sich nicht mitschreiben. Also die Verbände haben sich vor 2 Jahren bereits auf einen sogenannten 5-Punkte-Plan verständigt. Auch ein Novum in Deutschland, dass sich die Verbände mit ihren unterschiedlichen Interessen auf einen gemeinsamen Vorschlag eben verständigen konnten. Und das haben wir auch nicht ganz aus freien Stücken gemacht, sondern aus der Politik wurde der Wunsch an uns herangetragen, eben einen Branchenkonsens zu erarbeiten. Dieser Bitte sind wir gefolgt. Der Vorschlag liegt auf dem Tisch und müsste meines Erachtens entsprechend beherzt angegangen werden, damit man die bestehenden Produktkategorien in den unterschiedlichsten Schichten dann auch für die Zukunft wieder wetterfest macht. Also verstehe ich Sie richtig, wenn diese Bedingungen erfüllt wären durch eine Reform der nächsten Bundesregierung, könnten Sie sich auch durchaus vorstellen, wieder zu sagen, ja, wir steigen wieder ein in das nächste Geschäft? Zum einen das und zum anderen hätten wir großes Interesse, auch unsere bestehenden knapp 200, 700.000 Kunden dabei zu unterstützen, ein anderes Garantieniveau in ihrem Vertrag zu finden, welches besser zu ihrer Lebensphase und auch zu ihrer Renditeerwartung passt. Und es gibt unzählige Kunden, die da auf Wiedervorlage liegen, die bereits die letzten Jahre sich an uns gewendet haben, verzweifelt, gesagt haben, gib mir mehr Aktie, ich habe doch extra ein fondsbasiertes Produkt gewählt, wieso habe ich nur x% Aktienquote? Und wir müssen diese Kunden nach Hause schicken und von daher hätte die DWS ein sehr großes Interesse daran, auch an dem Bestand zu arbeiten, um gemeinsam mit den Kunden die wirklich passenden Garantielösungen zu finden, um dann für die Altersvorsorge bestmöglich vorzusorgen. Herr Dr. Schwab, könnten Sie sich das auch in der Versicherungswirtschaft vorstellen, sozusagen, dass eine Riester 2.0 da auch wieder solche Unterstützung erfährt? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte es ja vorher auch ausgeführt. Das, was ich erläutert habe, das ist im Prinzip der 5-Punkte-Plan, den Herr Mentel gerade nochmal zitiert hat.
Wenn das entsprechend umgesetzt wird, dann glaube ich, werden auch Anbieter zurückkommen, die jetzt zum Jahreswechsel ihr Neugeschäft auf Eis legen werden. Ich glaube, wenn wir insgesamt eine breitere Unterstützung auch in Politik und Öffentlichkeit haben, dass wir dann auch Erfolge haben werden, was eine künftige weitere Verbreitung anbetrifft. Ob es sinnvoll ist, jetzt an dem Namen festzuhalten, die Erfahrung zeigt, Politikernamen haben nicht die gleiche Langfristigkeit wie das Altersvorsorgethema hier in sich. Also dann, da gibt es auch Konjunkturen in den einzelnen Parteien. Also ich bin grundsätzlich der Meinung, man sollte es nicht mehr so machen, dass ein Politikername mit einem Produkt direkt assoziiert wird. Herr Riesler hat ja deutlich gemacht, das war nicht seine Idee, ne, sondern ist einfach medial übergeholfen worden. Und es gibt natürlich auch Leute, die das gezielt nutzen, auch um Produkte und ein Thema zu diskreditieren. Und das sollten wir künftig vermeiden. Herr Mentel, wie sehen Sie das? Politikernamen, Sie haben so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt gerade. Würden Sie auch lieber eine andere Namenswahl bevorzugen? Oder wie wäre es mit der Baerbock-Rente? Ich würde mich durchaus dem anschließen wollen und da einen neuen Namen in den Ring werfen lassen. Es gab ja gute Vorschläge, auch schon zu anderen Konzepten, die mehr Staat vorgesehen hatten, aber einen guten Namen, zum Beispiel Deutschlandrente. Vielleicht kann man sich diesen Namen dann bedienen und Riester darin aufgehen lassen. Riester, der Name an sich, also nichts gegen den Politiker, aber der Name ist natürlich auch verbraucht. Es gab unzählig viel Kritik, teilweise ungerechtfertigt, teilweise aber auch gerechtfertigt. Und all diese Kritik wird eben mit Riester in Verbindung gebracht. Entsprechend schwer ist es, glaube ich, Riester in diesem bestehenden Namensgebung auch wieder zukunftsfest zu machen. Und von daher wäre das elementar, auf einen anderen Namen an der Stelle überzugehen, der dann auch die neue Flexibilität und den neuen Förderrahmen und sämtlichen Reformbedarf, der umgesetzt wird, mit aufgreift, um dann auch wirklich von der Sprache her aufzuzeigen, wir haben jetzt ein neues Vorsorgeprodukt vor uns und das lohnt es sich auch wieder anzusehen und sich da intensiv mit zu befassen. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich denke, das war doch ein ganz gutes Schlusswort. Danke Ihnen für das sehr spannende Gespräch. Ich habe eine Menge gelernt und ja, vielleicht hören wir uns ja in einigen Monaten wieder, wenn dann tatsächlich Namensvorschläge und Reformvorschläge auf dem Tisch liegen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute weiterhin.